So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, hi. Schön, dass Sie wieder dabei sind zur nächsten Einheit Rechtsvergleichung. Verzeihen Sie bitte, dass meine Stimme so ein bisschen schwächelt, aber leichte Erkältung erwischt. Ich glaube, die Temperatur nichts Ungewöhnliches. So, wir wollen uns heute das chinesische Recht vornehmen und da eingehend uns mit dem chinesischen Recht befassen. Insbesondere sage ich jetzt ganz bewusst nicht den asiatischen Rechtskreis, weil es den ja gar nicht gibt, wie wir gleich sehen werden, sondern nur asiatische Einzelrechte. Und das chinesische Recht ist eben eins, das wir uns heute anschauen wollen. Vielleicht vorab nochmal zur Info für mich. Ich bin nämlich angemeldet worden von einem Ihrer Kommilitonen, betreffend die mündliche Prüfung. Wir machen ja am Ende des Semesters eine mündliche Prüfung für Zweifach-Bachelor, LLM und Erasmus-Studierende von den China-Masterleuten, ja, die sozusagen frühzeitig abdampfen müssen. Wer würde denn Prüfung machen? Das sind alle Sie da oben, oder? Komplette Reihe. Haben Sie mich angemeldet? Ah ja, wunderbar. Okay. 10. Februar wäre sozusagen der Abreisetermin, oder? Da müssen Sie weg. Also geplant wäre sozusagen mündliche Prüfung in der Zeit, wo die letzte Vorlesungseinheit wäre. Das würde ja noch hinhauen, außer Sie sind nicht aus Göttingen und würden nicht aus Göttingen abdampfen. Also wenn Sie jetzt irgendwie in Frankfurt wohnen und oder die Eltern in Frankfurt sind, Sie von Frankfurt fliegen, was Sie ja wahrscheinlich tun. Das ist die Frage, ob Sie vorzeitig schon dort sind. Schreiben Sie mich doch einfach nochmal an, wenn das irgendwie schwierig ist. Ansonsten wäre der normale Prüfungszeitraum der letzte Vorlesungstag, also die letzte Vorlesungseinheit. Das ist in der Woche eben der letzten Vorlesungswoche, wo Sie dann auch eben fliegen würden. Und wenn sich da was ändert an dem Flug, ja, können wir das auch natürlich noch nach vorne ziehen. Ja, also das ist kein Problem, dann einen Sondertermin zu machen. Ich glaube, bei Ihnen müssen wir eh einen Sondertermin machen, weil Sie Anfang Februar schon weg sind. Genau. Und wer würde noch Prüfung machen bei mir? Sie sind Zweifach Bachelor, aber nicht China Master, nee, nicht China Master, also Zweifach Bachelor, okay. Das heißt, Sie machen ganz normal mit die Prüfung. Bei Ihnen klappt das terminlich auch. Letzte Vorlesungswoche würde klappen. Bei Ihnen auch, oder? Und da? Auch Zweifach Bachelor und Sie auch. Ah ja, okay. Und jetzt noch die Frage an den Online-Raum. Sie als Einzelkämpfer, ja, Sie sind auch Zweifach-Bachelor oder Masterstudent? Dauert immer ein bisschen, bis das übertragen ist. Also zumindest den Zoom-Raum sind Sie LLM-Master. Sie würden dann auch eine mündliche Prüfung machen bei mir wahrscheinlich. Das heißt, in der letzten Gut, das heißt, in der letzten Vorlesungswoche wäre dann die mündliche Prüfung. Bei den YouTube-Zuschauern weiß ich es nicht, Sie müssten es sozusagen in den Chat hineinschreiben. Ja, das sehe ich sozusagen nicht, wer dort drin sitzt und was die Hintergründe sind. Okay, also schreiben Sie doch am allerbesten wäre, Sie schreiben jetzt meiner Sekretärin, Frau Karzel, eine E-Mail mit Ihrem Hintergrund, also Studiengang und dass Sie gerne eine mündliche Prüfung machen wollen. Wie ist es denn normalerweise? Melden Sie sich über FlexNow an oder normalerweise oder melden Sie sich, ja? Geht noch nicht, genau. Nur, dass wir ein bisschen planen können, ja, dann schreiben Sie einfach mal, dass Sie gerne eine mündliche Prüfung machen wollen und dann können wir schon mal schauen, wie wir das terminlich hinkriegen, weil wenn Sie alle quasi in der letzten Woche China Master in der letzten Woche könnte, die Zweifach Bachelor in der letzten Woche könnten, dann hätten wir da schon mal, ja, ich meine, machen wir Gruppenprüfung, ja, es geht dann mit Beisitzer, wird dann Mitarbeiter von mir verpflichtet, ja, sozusagen sich mit reinzusetzen. Dann machen wir eine Gruppenprüfung. Ja, fünf auf einen Schlag werden wir schon kriegen. Und Sie wären ja auch fünf, ja, dann würden wir das hinkriegen. Und eins, zwei, drei, vier, zweite Panel. Was machen Sie? Auch Zweifach Bachelor. Sie würden auch Prüfung machen wollen oder sagen Sie, nee, doch nicht. Okay, also Sie würden auch, gut, dann hätten wir zwei Fünfer-Panels, das wäre doch ganz gut. Und genau, und Sie würden wir einfach gesondert prüfen. Ja? Sie sagen dann einfach nochmal Bescheid. Ja, Sie schreiben auch eine E-Mail an meine Sekretärin und dann machen wir einfach einen gesonderten Termin aus für Ihre Prüfung. Ja? Genau, das geht dann schneller.
Für Januar, ja, genau. Da machen wir im Januar eine Auswahl. Wenn Sie Anfang Februar fliegen oder fahren, wie auch immer Sie nach Paris kommen oder Frankreich kommen, dann wäre es ganz gut, wenn Sie vorher geprüft werden. Ja? Okay, ja, das stimmt. Okay, dann machen wir es doch so, dass wir generell für die China-Master einen gesammelten Termin vorher machen. Ja? Also in der Woche davor, okay. Schreiben Sie es bitte nochmal rein in die E-Mail, dass Frau Katzel das eben entsprechend berücksichtigen kann und dann können wir das schon mal planen, ja, einen Termin ausmachen. Wenn Sie sich dann anmelden können, dann melden Sie sich entsprechend an. Okay, gut. Jetzt noch einmal die Frage an Sie. Sie sind ja Staatsexamenstudentin, gell? Sie wollen keine Prüfung bei mir machen. Sie wollen keine Prüfung bei mir machen, gell? Sie sind Staatsexamenstudentin. Ach so, ich? Ja. Nee, Entschuldigung, nee, die Kamera, genau. Sorry. Ja, okay, gut. Dann ist die Komplexität damit am Ende. Gut, also irgendwie kriegen wir das schon hin, dass das einigermaßen läuft. Okay. Dann steht noch aus ein Punkt zu Island. Ja, Sie haben mich letzte Woche angesprochen auf sozusagen so ein Organ, Rechtsprechungsorgan plus Gesetzgebungsorgan, älteste Parlament quasi, das ist die Althing gewesen. Ja. Da habe ich nochmal nachgelesen, weil ich mit Island eben noch nicht befasst habe, aber es ist ganz spannend. Die Althing war sozusagen eigentlich so eine Art Stammes- oder Stammesfürstenversammlung. Ja. Das heißt, Island war damals eben regiert von verschiedenen Feudalherren, die eben in unterschiedlichen Regionen ihre Macht hatten. Und man hat dann so eine Versammlung eingeführt, die Althing, wo man dann gemeinschaftlich quasi zusammengesessen ist, rechtsprechend tätig war, aber auch legislativ tätig war, also sozusagen gemeinsam Gesetze erlassen hat, Regeln erlassen hat und gleichzeitig aber auch die Einhaltung der Regeln eben durch Gerichtssitzungen eben überwacht hat. Das ist deswegen sozusagen so bedeutend in der Zeit gewesen, weil man da eben keine konkrete Feudalstruktur im Sinne eines Hierarchieverständnisses, also so dieses Lehnsystem, das wir auch aus anderen Bereichen kennen, sondern dass dort eben viele Gleiche miteinander zu Gericht saßen und dort wie eben Landesfürsten gemeinsam eben Entscheidungen getroffen haben. Jetzt hatten Sie gesagt, das ist so ein bisschen irritierend, dass die rechtsprechend und legislativ tätig waren, glaube ich, um mich erinnern zu können. Vielleicht. Genau. Ja. Ja, also diese ursprüngliche Gestaltung als rechtsprechendes Organ und als Legislativorgan hat schon sehr früh begonnen, eben um 950, 15, weiß nicht genau, 50, sowas rum, hat es begonnen. Und natürlich noch deutlich bevor die Aufzeichnung von irgendwelchen Rechtstexten stattfand, sondern Aufzeichnung kam erst später. Und da ist es so, dass es die Althing heute auch noch gibt, ja, oder das Althing, sagt man, glaube ich. Und das ist sozusagen heute nur noch in legislativer Funktion, ist also heute nur noch Parlament. Die Judikative ist ausgegliedert worden, ist eben auf ein eigenständiges Gerichtssystem übertragen worden. Und das war gar nicht so unüblich, dass früher die Rechtsprechung und die Legislative sozusagen in einer Hand lagen. Es war ungewöhnlich, dass das sowas wie ein Parlament ist, das das ausübt, was ja kein richtiges Parlament war in dem Sinne, sondern da saßen halt die Feudalherren, die sich da zusammengetan haben, die Herrscher ihrer kleinen Fürstentümer, die kamen halt zusammen und haben gemeinschaftlich eben gerichtet und Gesetze gemacht. Wenn Sie auf die frühen Entwicklungen in England schauen, ja, da sehen Sie auch, dass sozusagen Rechtsprechung, Gesetzgebung bei den Feudalherren lag, also immer vereint bei der jeweiligen Machtpersönlichkeit, beim Machthaber und dann später natürlich auch bei Erstarken der Zentralgewalt, bei der Krone selber, beim König.
und sich die Gewaltenteilung erst später ergeben hat. Ja, und das hatte natürlich Ausprägung in der frühen Zeit, aber jetzt heute durch die Gewaltenteilung in Island haben wir natürlich sozusagen deutlich stärkere Ausdifferenzierung. Aber diese basisdemokratische Grundeinstellung, ja, die auch in den nordischen Gesellschaften sehr vorherrschend ist, die findet sich darin natürlich, ja, dass man eben da ein ganz anderes Herangehen an die Problemlösung des Miteinander Kooperation hat, als jetzt bei Ländern, wo beispielsweise beim Rechtskreis wie im Vereinigten Königreich, wo wir sehr stark hierarchisch aufgebaute Hackordnung hatten, Lehnsystem, Zentralgewalt, starke Zentralgewalt. Ja. Gut, so viel dazu. Dann wollen wir uns das chinesische Recht anschauen. Und das chinesische Recht, wenn wir mit dem Cursor rüberfahren, sonst kann ich nicht umschalten. Das chinesische Recht ist Teil des in Anführungszeichen nur asiatischen Rechtskreises. Warum? Weil Asien eben, wie Kirschel in der Rechtsvergleichung schreibt, eine geografische und keine rechtliche Kategorie ist. Asien ist also sehr vielfältig. Und Sie sehen das hier, weil, wenn Sie einfach nur mal drauf schauen, was alles zu Asien zählt, ja, dann sehen Sie hier sozusagen Indonesien, Philippinen, Malaysia. Das ist also ein ganz anderer Bereich als beispielsweise Indien, Iran, Saudi-Arabien. Das ist ja auch quasi alles irgendwie asiatische Kontinent, Asien und Kasachstan, China, Russland, all das ist natürlich vielfältig geprägt von Gesellschaftsstrukturen und natürlich auch von der rechtlichen Struktur. Japan, China können nicht verschiedener sein eigentlich, ja, von der Gesellschaftsstruktur. Russland und China sind auch ganz verschieden, auch von den rechtlichen Traditionen. Es gibt also keinen asiatischen Rechtskreis im streng genommenen Sinne, sondern das asiatische Recht, wenn man es überhaupt in Anführungszeichen wenn man es überhaupt so bezeichnen kann, ist vielfältig beeinflusst. Indien zum Beispiel hatten wir Stammesrechte, islamisches Recht findet sich dort, Hindu, also Gewohnheitsrechte, hindische Gewohnheitsrechte, hinduistische Gewohnheitsrechte, dann auch Common Law Bereich, ja, Common Law Einflüsse durch die Kolonialzeit, also ganz andere Struktur, als wir in China haben. China hat kein englisches Kolonialrecht irgendwie Platz gegriffen, ja, oder französisches Recht. So, das heißt, wir sehen hier sehr deutlich, Asien ist sozusagen, wenn wir es rechtlich betrachten, sehr heterogen. Und das sehen wir letztlich auch bei den Rechtskreisen. Ja, wenn wir uns diese Karte, die wir ja schon kennen, anschauen, dann sehen wir in Russland zum Beispiel ein großes NG, also es ist auch so grün. Grün, da sind wir auf jeden Fall im Bereich des kontinentaleuropäischen Rechts, des Civil Law. Da sehen wir ND, napoleonisches und deutsches Recht. Ja, ND, napoleonisches Recht mit Einflüssen des deutschen Rechts finden wir beispielsweise in Russland. Ja, vom Ursprung her natürlich nicht ausschließlich, sondern das Sowjetrecht hat da natürlich auch gegolten, hat da dort ganz andere Ausprägungen gehabt. In der Mongolei sehen wir beispielsweise ND, das ist deutsches Recht, germanisches Recht. Dann sehen wir auch in China hatten wir auch germanische Einflüsse. Die natürlich heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so groß sind oder in der Anwendung, praktischen Anwendung des Rechts nicht so hervorscheinen, ja, weil wir dort ein ganz anderes System haben. Aber Sie werden sehen, dass auch die jüngsten Reformen sich sehr stark auch an die deutsche Struktur des BGB anlehnen. Gut, dann sehen wir Asien, sehen wir hier Indien, das ist so ja, Sandfarben markiert, da sind wir hier in diesem Bereich, da finden wir islamische Elemente, wir sehen sozusagen Customary Law, also Gewohnheitsrecht und dann hier in diesem Teil angloamerikanisches Recht auch noch mit drin, durch die Kolonialzeit eben englisches Recht. Dann sehen wir sozusagen in Pakistan, also links oben bei Indien hier, das V. V bedeutet, sind wir hier in dem Bereich, Mixed System, da sehen wir Common Law Bereich und Teil des römisch-germanischen Rechtskreises, darüber dann, aber V auf jeden Fall, wir haben das hier, vollständige Anwendung des islamischen Rechts auch in Strafangelegenheiten und drüber dann sozusagen den grünen Bereich, das ist dann Afghanistan, islamische Recht, ja, also hier sind wir hier drin,
islamisches Recht, Muslim Law, dann gibt die Scharia, ja, Afghanistan. Das heißt, es ist sehr, trotz der Tatsache, dass man geografisch sehr nah beieinander ist, haben wir ganz unterschiedliche Rechtskreise, ganz unterschiedliche Rechtstraditionen, unterschiedliche Rechte. Also man kann eigentlich gar nicht von einem asiatischen Rechtskreis sprechen, sondern eben nur von Einzelrechten. Und wenn wir vom asiatischen Recht sprechen, dann meinen wir eigentlich immer das fernöstliche Recht, also das Recht, das sozusagen China betrifft, Japan, Korea beispielsweise. Ja, das ist sozusagen der ferne Osten. Gut, wir schauen uns heute China an. Das heißt, die chinesische Rechtsordnung und schauen uns dort mal an, in erster Linie, wie sich sozusagen das chinesische Recht entwickelt hat. Und das chinesische Recht, das Recht des frühen Chinas war im Wesentlichen durch Gewohnheitsrechte geprägt, imperial geprägt, auch wenn das Kaiserreich erst später zur vollen Größe angewachsen ist, hat man trotzdem eine sehr imperiale Struktur, eine Herrscherstruktur gehabt. Im traditionellen chinesischen Recht, das galt eben sehr lange, insbesondere die Xia-Dynastie und die nachfolgenden Dynastien, da galt eben das traditionelle chinesische Recht. Wie das genau ausgesehen hat, weiß man gar nicht so genau, weil keine schriftlichen Quellen überliefert sind, sondern im Wesentlichen nur Berichte bestehen von Zeitzeugen, die dann später darüber berichtet haben, wie das chinesische Recht ausgesehen hat, das frühe traditionelle chinesische Recht. Und somit hat man sozusagen nur Sekundärquellen, also keine Primärquelle des frühen chinesischen Rechts. So, was beinhaltete das traditionelle chinesische Recht? Im Wesentlichen beinhaltete es gewohnheitsrechtliche Regelungen, gesellschaftliche Konventionen, die mehr als rechtliche Regelungen waren, sondern eher so eine gesamtgesellschaftliche Konvention, Handlungsnormen, die sogenannten Riten und das Li, die sozusagen die gesamte Gesellschaft durchzogen haben. Und ein Verstoß gegen das Li hatte eben nicht nur gesellschaftlich irgendwie eine Sanktion zur Folge. Also man musste, da war dann nicht geächtet, wenn man irgendwie, was weiß ich, dem Nachbarn die Äpfel vom Baum geklaut hat oder die Birnen, sondern man hatte auch strafrechtliche Sanktionen daran geknüpft. Ja, oftmals drakonisch, sodass auf jeden Fall klarer Anreiz bestand, sich an die gesellschaftliche Konvention auch zu halten. Diese Riten dienten letztlich nicht nur als gewisse Ordnung des menschlichen Zusammenlebens, sondern als eine gesamtgesellschaftliche Werteordnung. Ja, also viel umfassender eigentlich, als das so eine Rechtsordnung ist, wie im deutschen Kontext, wo wir sagen, deutsches Recht, ja, was macht das? Das will in erster Linie mal zumindest im Privatrecht Freiheitsrechte sichern und Freiheitsrechte umsetzen, privatautonome Gestaltung, liberales Gedankengut. Jeder darf die Rechtsverhältnisse so gestalten, wie er möchte, ja, wegen privatautonomer Gestaltungsfreiheit. Und mehr will das deutsche Recht gar nicht. Ich will nicht sagen, Sie müssen Kaufverträge in einer gewissen Weise schließen, Eheverträge müssen in gewisser Weise aussehen oder so, sondern das deutsche Recht sagt einfach, wir geben einen Rahmen für die privatautonome Gestaltungsfreiheit. So, und diese Riten eben, die im frühen chinesischen Recht galten, die waren viel umfassender. Die haben gesagt, okay, wir haben hier Konventionen, die die gesamte Gesellschaft durchziehen, sei es das private Zusammenleben von Eltern, Kindern, von Ehepaaren miteinander, sei es der Umgang mit Nachbarn, sei es der Umgang im Ort, in der Region und so weiter, im ganzen Land. Das war also viel weitreichender, diese Riten, das Li, und sozusagen galt als komplette Werteordnung des Gesellschaftssystems. So, das heißt, das traditionelle chinesische Recht baute letztlich auf diesen Li, auf diesen Riten auf. Geprägt war das insbesondere sozusagen von traditionell gesehen von der konfuzianischen Ethik. Konfuzius lebte 551 bis 479 vor Christus, das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Kann man natürlich bestreiten, soll auch 2,95 Meter groß gewesen sein, weiß man jetzt nicht, ob es tatsächlich so war, ja, vielleicht übertreiben da die Quellen auch so ein bisschen. So, und Konfuzius, sehen Sie natürlich, hat natürlich deutlich später gelebt als die
das ganz traditionelle chinesische Recht. Also das heißt, man hat konfuzianische Einfluss auf das chinesische Recht erst deutlich später als bei den Ursprüngen feststellen können. Aber deswegen ist es so bedeutend, das konfuzianische Recht, das traditionelle chinesische Recht galt eben sehr, sehr lange, eigentlich letztlich bis zur Tang-Dynastie, wo man dann erstmals rechtliche Kodifikationen hatte. Erst sozusagen bis dahin galt das traditionelle chinesische Recht. Und mit Konfuzius' Wirken und auch nach seinem Tode hat sich eben die konfuzianische Ethik sehr stark ausgewirkt auf das traditionelle chinesische Recht. Warum? Weil Konfuzius natürlich eine Gesellschaftslehre entwickelt hat mit den fünf sogenannten Kardinaltugenden, ja, der Menschlichkeit, Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit, ritueller Anstand, Sittlichkeit und kindliche Pietät, ja, dass man sozusagen auch die älteren ehren soll und sozusagen diese Ethik, diese fünf Kardinaltugenden, die durchzogen eigentlich das gesamte Gesellschaftssystem, die gesamte Gesellschaftsethik von Konfuzius. Und das hat sich ausgewirkt natürlich auf die ja letztlich gesellschaftlichen Konventionen. Ja? Also müssen Sie sich das vorstellen, wie das halt so läuft im traditionellen China. Da kommt ein Gelehrter, der sozusagen eine Theorie entwickelt, eine Gesellschaftslehre entwickelt, die jetzt nicht zwingend sozusagen die einzig entscheidende Strömung ist, die einzig entscheidende, die also völlig unbestritten sozusagen vorgetragen wird, sondern es gibt auch Gegenströmungen, wie die sogenannte Strömung der Legisten, die sozusagen stärker sich orientiert haben an dem geschriebenen Recht. Und Konfuzius hat halt mehr Anhänger gefunden, es hat sich durchgesetzt, ja, und hat sich also stark verbreitet in der Gesellschaft, und damit hat sozusagen die konfuzianische Gesellschaftsethik das Li, die Konventionen, auch beeinflusst. Also hat sich sozusagen diese gesellschaftliche Konvention, das Li, die Riten, haben sich eben aufgrund der konfuzianischen Ethik eben daran ausgerichtet. So. Und das Recht, die einzelnen Rechtsregeln, das sogenannte Fa, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber ich tue es jetzt einfach mal, ja, das Fa, das diente letztlich nur der Durchsetzung der Riten, des Li, der gesellschaftlichen Konventionen. So. Das deutet dann sozusagen beim frühen chinesischen Recht, das dann mit Konfuzius deutliche Prägung erfahren hat, auch ganz deutlich darauf hin, welche Stellung das Recht in der Gesellschaft hatte, nämlich letztlich eine untergeordnete Funktion. Eigentlich diente das Recht nur zur Durchsetzung des Li, der Riten, also der konfuzianischen Gesellschaftsnorm, ja, die halt entsprechend gestaltet war. So. Diese Gegenströmungen gab es natürlich auch, ja, die gesagt haben, nee, die Legisten, also das, was man hier im deutschen Verständnis vielleicht als die Rechtspositivisten verstehen würde, ja, die sagten natürlich, nee, das Recht hat nicht nur untergeordnete Funktion, sondern das Recht generell hat die Funktion, gesellschaftliches Zusammenleben zu ordnen. Ja, es kann auch steuern. Und das Recht selber ist sozusagen ein gutes Steuerungsinstrument. Und aus konfuzianischer Sicht hat man eben gesagt, nein, das sind sozusagen die moralischen, ethischen Grundwerte, ja, die fünf Kardinaltugenden, die sind die Kriterien, an denen sich sozusagen die Gesellschaft orientieren soll. Und das Recht dient letztlich nur der Durchsetzung dieser Kardinaltugenden. So, und letztlich, um das zu verstehen, wie das chinesische Recht und auch andere asiatische Rechte, also japanisches Recht und auch das koreanische Recht, geprägt wurden von konfuzianischen Werten, muss man sich das so vorstellen. Es ist grundsätzlich, diese traditionelle Prägung ist eine gesamtgesellschaftliche Vorstellung, die alle Bereiche der Gesellschaft durchzieht. Also von dem bloßen zwischenmenschlichen Bereich, zwischen Nachbarn beispielsweise, von der Familie her, den Familienmitgliedern, hin zur Gesamtgesellschaft. Also das heißt, die Lehre ging so, wenn ich mich korrekt verhalte in der Familie, hat das immer positive Wirkungen auch auf andere Familien. Ja? Das heißt, wenn meine Familie in Harmonie lebt, dann leben auch andere Familien in Harmonie.
Wenn die Dörfer in Harmonie leben, dann lebt die ganze Region in Harmonie. Wenn die ganze Region in Harmonie lebt, lebt das ganze Land in Harmonie. Ja, also das ist sozusagen die Essenz der Lehre durch diese Kardinaltugenden. Lebt man mit den Mitmenschen in der Gesamtgesellschaft in Harmonie und stört sozusagen nicht. Störungen, die müssen eben unterbunden werden. Dafür ist das Recht da, dass sozusagen Störungen dieser Harmonie eben sanktioniert. So. Und diese Grundvorstellung, die finden Sie eigentlich heute noch. Ja, auch wenn das Recht vielleicht fortentwickelt wurde zu dem traditionellen Recht zur Zeit Konfuzius, sondern aber diese Grundvorstellung, dass sozusagen das Zusammenleben in Harmonie sozusagen Kernbestandteil der Tugenden, der gesellschaftlichen Konventionen, der gesellschaftlichen Werteordnung auch ist, das findet sich sehr deutlich. Und das zeigt sich beispielsweise auch in der Art und Weise, wie man Konflikte austrägt, werden wir nachher noch sehen. So, mit der Tang-Dynastie 617 bis 907 nach Christus, also sehr viel später, kam dann ein großer Wandel. Das ist sozusagen der nächste große Schritt in der Entwicklung des chinesischen Rechts, denn mit der Tang-Dynastie kam sozusagen eine erste umfassende Gesetzeskodifikation, der sogenannte Tang-Kodex. Und der Tang-Kodex ist deswegen so bedeutend im asiatischen Raum, weil der Tang-Kodex als Vorbild auch für viele andere asiatische Rechtsordnungen herangezogen wurde, also in Japan, in Korea. Das werden wir dann nächste Woche und nach Neujahr dann noch sehen. Das heißt, der Tang-Kodex ist sehr bedeutend, weil er umfassend das chinesische Recht kodifiziert hat. Vor allem bestand das damals aus strafrechtlichen Normen oder verwaltungsrechtlichen Regeln und nur ganz wenig Zivilrecht, mit Ausnahme des Familien- und Erbrechts. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, haben die keine Austauschgeschäfte gemacht? Ja, haben die irgendwie nicht einen Kaufvertrag mal abgeschlossen oder irgendwie mal so Dienstgeschäfte getätigt, Dienstvertrag oder Werkvertrag? Hat da nicht irgendwer mal einen Auftrag gekriegt, stellen wir mal irgendwie, bauen wir mal ein Gebäude oder sowas? Ja, gab es da keine zivilrechtlichen Regelungen? Und der Hintergrund ist ganz deutlich, ja. Und der liegt sozusagen in dieser Grundprägung des chinesischen Rechts, der Ausrichtung am Li, ja. Und das Fa, das sozusagen, also das Recht, das lediglich die Aufgabe hat, diese Riten, das Li durchzusetzen. Ja? So, wenn man jetzt gesamtgesellschaftliche Konventionen hat und das Recht das durchsetzen soll, dann finden wir gesamtgesellschaftliche Konventionen vor allen Dingen, ja, natürlich in Handlungsanweisungen, ja, wie verhalte ich mich in der Gesellschaft, in der Familie gegenüber anderen Personen. Das heißt, ich brauche als Sanktion, um diese Konvention durchzusetzen, in erster Linie mal strafrechtliche Normen. Dann brauche ich auch verwaltungsrechtliche Normen, weil ich ja irgendwie regeln muss, wie diese Konvention bei den staatlichen Institutionen irgendwie umgesetzt wird. Also wer welche Aufgabe hat, wer Statthalter sein soll für irgendwelche Regionen und so weiter. Das heißt, es ist völlig klar, dass wir erstmal Strafrecht brauchen und Verwaltungsrecht. So, warum jetzt kaum Zivilrecht? Naja, weil gesellschaftliche Normen, Konventionen im Zivilrecht nur eine untergeordnete Rolle spielen, soll im Zivilrecht ja im Wesentlichen Austauschgeschäfte stattfinden, mit Ausnahme des Familien- und Erbrechts. Warum Familien- und Erbrecht? Weil das wieder wertebezogen ist und das sehr gut in die konfuzianische Ethik passt, nämlich, dass man sozusagen beginnt bei den Kardinaltugenden, ja, Pietät, kindliche Pietät, Ehrung der Ahnen, Ehrung der Familienmitglieder, da fängt es an sozusagen. Ja, und beim Erbrecht, warum Erbrecht? Weil der Staat ein großes Interesse am Erbrecht hat, also musste man auch erbrechtliche Regelungen haben. Ja. Also wer soll erben, wenn der große Palast irgendwie vererbt wird, aber keine Nachkommen bestehen? Ja. Wer soll sozusagen das Vermögen dann bekommen? Ja. Das Erbrecht war beispielsweise auch ausschlaggebend für die Entwicklung des Renvoi im IPR. Ja. Das lernen Sie dann im IPR nochmal näher. Das ist sozusagen Forgo, ein Bayer damals, der Xaver Forgo, der dann nach Frankreich gegangen ist. Xavier Forgo hieß dann und der eben sehr viel Geld verdient hat und sehr reich war und der in Frankreich verstorben war. Und dann hatte man unterschiedliche IPR-Anknüpfungen. Und die Frage war, welches Recht soll jetzt zur Anwendung kommen? Bayerisches Recht, da hätten die Verwandten in Bayern geerbt. Französisches Recht hat der französische Staat geerbt. Und da hat die Cour de Cassation
den Renvoi erfunden und hat gesagt, naja, das bayerische Recht will gar nicht angewandt werden, sondern Rückverweis aufs französische Recht. Also Erbrecht ist sehr wichtig für Staaten, weil man sozusagen auch eine Einnahmequelle hat. Und deswegen hat man das auch damals im chinesischen Recht, jetzt nicht wegen Forgo, sondern halt einfach, weil es eine staatliche Bedeutung, vermögensrechtliche Bedeutung hat. So. Also das ursprüngliche Recht, chinesische Recht, das dann kodifiziert wurde unter der Tang-Dynastie, hatte vor allen Dingen strafrechtliche, verwaltungsrechtliche Normen, kaum Zivilrecht. Von der Prägung her war auch ganz klar, dass Recht ist ein Pflichtenrecht. Ja, es enthält sozusagen im Wesentlichen Pflichten der Rechtsunterworfenen, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun. Es war sozusagen kein Recht, das an subjektiven Berechtigungen ausgerichtet war. Sprich, das subjektive Recht stand nicht im Fokus. Ja, gab es damals auch gar nicht. Sondern man hat lediglich Pflichten kodifiziert. Das heißt, Pflichten, um natürlich das Li durchzusetzen. So, das heißt, auch bei diesem Kodex ist es ganz deutlich, ja, das Li, die Konventionen, die Riten, die werden im Gesetz kodifiziert. Das Recht ist letztlich nur dazu da, das Li umzusetzen. Und das sieht man beispielsweise an zwei Normen. Und zwar, wenn man jemanden schlägt. Ja. So, dann gibt es den Artikel 329 des Tang-Kodex, wo drin steht, wer seine Großeltern schlägt, wird mit Enthauptung bestraft. Und jetzt schauen Sie sich den Artikel 302 des Tang-Kodex an, wo drin steht, wer einen nicht verwandten Dritten schlägt, wird mit 40 Stockhieben bestraft. Also jetzt können Sie sich überlegen, ja, wenn Sie eine Straftat, also einen Konventionsverstoß begehen innerhalb der Familie, dann hat das deutlich drakonischere Strafen, Enthauptung, zieht das nach sich, als wenn Sie irgendjemanden unbeteiligten Dritten schlagen. Ja, warum ist das so? Weil natürlich die Wertigkeit oder die Anstößigkeit unter dem sogenannten Konvention deutlich höher ist, wenn man innerhalb der Familie gegen die Kardinaltugenden verstößt, nämlich kindliche Pietät zum Beispiel, und da als wenn man irgendjemanden Dritten sozusagen einen Schaden zukommen lässt. Ja? Ja. Ja. Ja, genau. Also dass diese kindliche Pietät, also sozusagen nach oben hin, die ältesten Verehrung und so weiter, die ist deutlich drakonischer, als wenn es andersrum wäre. Ja, weil sozusagen ja die Kinder müssen ja sozusagen lernen. Ja, und also der Jüngere muss lernen, wie das mit dem Li funktioniert. Und deswegen ist sozusagen ja auch eine Sanktion ja auch ein Erziehungsinstrument. Ja. Okay, super. Also auch andersherum sozusagen, wenn wir also für den Online-Raum, wenn wir sozusagen Sanktionen haben oder Verstöße oder Schläge sozusagen des älteren Bruders gegenüber dem älteren Kind, dann dem jüngeren Bruder, dann gibt es keine Sanktionen oder nicht so schlimme Sanktionen wie andersrum, wenn der Jüngere sozusagen den Älteren schlägt. Also das deutet natürlich auf diese sozusagen die Achtung der Älteren deutlich hin, konfuzianische Grundlehre. Gut, also man sieht sehr deutlich, dass man eigentlich das Li, die Riten, hier durchsetzt durch das Recht. Und letztlich hat dann das Recht, indem es sozusagen das Li kodifiziert, letztlich auch sozusagen erschließbare, also ein leicht, zumindest für diejenigen, die lesen und schreiben können oder lesen können zumindest, ist sozusagen auch das Li dann sozusagen zugänglich, erschließbar durch Lektüre des Gesetzestextes. Also man muss nicht nur die gesellschaftliche Konvention, so wie sie halt besteht, mündlich überliefert wurde, muss man sie nicht kennen, sondern man kann tatsächlich im Recht entsprechend auch nachlesen. Das hatte ich schon gesagt, dass dieser Tang-Kodex ein Vorbild war für andere asiatische Staaten, zum Beispiel Japan und Korea, kommen wir nächste Woche nach Weihnachten noch dazu. Und ein weiteres Element war sozusagen auch in dieser Tang-Zeit, dass wir eine Zurückhaltung insbesondere des Staates bei
der Lösung zivilrechtlicher privater Konflikte hatten. Warum? Weil die Grundüberzeugung bestand, auch gesellschaftlich, dass staatliche Intervention in private Beziehungen dazu führt, dass wir weitere Störungen, weiteren Unfrieden generieren. Und deswegen gibt es auch kaum Zivilrechtsprechung. Ja, staatliche Einmischungen in private Kontakte sind sozusagen verpönt gewesen. Ist jetzt heute im aktuellen chinesischen Recht jetzt ganz anders. Ja, aber gibt es eher staatliche Kontrolle privater Beziehungen auch. Aber früher war das eben so. Gab kaum Zivilrechtsprechung. Ein weiterer Punkt, der dazu geführt hat, dass es kaum Zivilrechtsprechung gab, war letztlich, dass der Richter auch persönlich verantwortlich war für Fehlurteile. Ja, das heißt, wenn der Richter ein Fehlurteil gesprochen hatte und man ihm nachgewiesen hat, dass es ein Fehlurteil war, er hätte also selber gegen die Konvention und gegen das Recht verstoßen hatte, dann wurde er mit derselben Strafe bestraft, die ihm sozusagen die er sozusagen aburteilen sollte. Das hat natürlich auch dazu geführt, dass Richter tunlichst wenig Recht gesprochen haben, sondern darauf hingewirkt haben, dass es eine außergerichtliche Streitbeilegung gab. Ja. Und diese außergerichtlichen Streitbeilegungen, die gibt es eben auch im chinesischen Recht sehr stark, also in der chinesischen Gesellschaft sehr stark. Es gibt eine sehr starke Orientierung an außergerichtlicher Streitbeilegung, die nicht öffentlich ausgetragen wird, also keine öffentliche Austragung eines Streits. Und das findet sich letztlich auch in anderen japanischen Gesellschaften, in anderen asiatischen Gesellschaften, zum Beispiel Japan oder auch in Südkorea. Gut, springen wir zum nächsten Abschnitt, der sozusagen für die Entwicklung des chinesischen Rechts bedeutend war, und das ist sozusagen der Zerfall des Kaiserreichs. 1911, 1912 mit der Abdankung des Kaisers. Und zwar hatte das im Wesentlichen den Hintergrund des sogenannten Opiumkriegs. Und zwar hatten die europäischen Kolonialherren, insbesondere die East India Trading Company, sehr starkes Interesse am Handelsbeziehungen mit Asien. Insbesondere am Opiumhandel. Das heißt, die East India Trading Company hat insbesondere Rauschgift gehandelt, Opium von Indien eben entsprechend auch nach China eingeführt. Und das hat dazu geführt, dass der Drogenkonsum in China auch angestiegen ist, was natürlich für so ein Land nicht gerade günstig ist. Das heißt, der Kaiser hat dann versucht, dem entgegenzuwirken und hat letztlich sozusagen der Korruption und dem Drogenhandel eben das Handwerk zu legen und hat dann 20.000 Kisten Opium versenkt. Was natürlich bei den Engländern nicht gerade gut angekommen ist, sodass man kurzerhand mit Kanonenbooten vor der Küste aufgetaucht ist und dann gedroht hat mit dem Beschuss. Das ist natürlich eine relativ große Demütigung gewesen. Ja, technische Überlegenheit der Europäer zu dieser Zeit hat da eben dazu geführt, dass China, die Machthaber eingeknickt sind, auch parallel dazu auch die Machthaber in anderen japanischen Gesellschaften, in anderen asiatischen Gesellschaften, Japan, Korea beispielsweise, gibt es parallele Entwicklungen. Das heißt, man hat letztlich sogenannte ungleiche Verträge abgeschlossen. Ungleiche Verträge, was bedeutet das? Man hat letztlich für die europäischen Handelspartner in Anführungszeichen gewisse Handelsprivilegien eingeführt, eine Exterritorialität von Ausländern. Was bedeutet Exterritorialität von Ausländern? Das heißt, dass Ausländer, das heißt die Europäer, nicht der chinesischen Gerichtsbarkeit unterlagen, also auch sich nicht an die Konventionen halten mussten, ja, das entsprechende chinesische traditionelle Recht auch nicht eingreifen konnte, wenn der Europäer sich eben fehlverhalten hatte, sondern sie unterlagen den europäischen Regeln, den eigenen Regeln. Ja. Galt aber umgekehrt natürlich nicht für die Chinesen, ja, sondern die Chinesen, die waren ja die Unterlegenen in dieser Situation, die hatte man gedemütigt. Das heißt, die unterwarf man natürlich schon den europäischen Regeln, wenn sie dort drin waren. Und das hat natürlich zu starkem Unmut in der Bevölkerung geführt. Das heißt, es gab große Unruhen, die dann letztlich auch zum Zerfall des Kaiserreichs geführt haben. So, noch bevor es zu diesen Unruhen kam und es zum Zerfall des Kaiserreichs kam, gab es 1904 noch Bestrebungen des Kaisers,
diese Unruhen, die dann schon bestanden, zu besänftigen. Das heißt, man hat versucht, weil das in anderen Staaten ganz gut funktioniert hatte, das chinesische Recht nach europäischem Vorbild anzupassen, um dann gewisserweise diese Wirkungen der Exterritorialität zu hemmen und auch die sozusagen die Handelspartner in Anführungszeichen ein bisschen gütiger zu stimmen, damit die eben auch ihre Daumenschrauben nicht so stark anziehen. Das heißt, man wollte letztlich, dass das chinesische Recht den westlichen Standards entspricht, weil die westlichen Staaten dann gesagt haben, okay, dann läuft es sozusagen etwas entspannter, dann geben wir die exterritoriale Anwendung des Rechts eben auf. Ja. Das sollte sozusagen sich orientieren an der japanischen Entwicklung, wo wir eben entsprechende Kanonenbootpolitik, Diplomatie hatten. Ja. So, 1910 hat man dann letztlich ein entsprechendes Zivilgesetzbuch vorgestellt, das nach japanischen und damit auch auf deutschen Grundlagen entwickelt worden war. Die Japaner hatten sozusagen auch, sehen wir dann nächste Woche, hatten dann auch sozusagen aufgrund dieser Kanonenbootdiplomatie eben auch entsprechend ihr Recht angepasst. Und dort hatte nach erstmals französischem Einfluss, der dann wieder sozusagen der dann keine Mehrheit fand in der japanischen Gesellschaft, dann eben sehr starke deutsche Prägung erhalten. Und somit indirekterweise hat dann, wenn die Chinesen sich am japanischen Recht orientieren, das am deutschen Recht orientiert ist, hat man indirekten Einfluss des germanischen Rechts eben in China gehabt. So, das Recht wurde aber nicht umgesetzt, zumal diese Unruhen sich dann eben verstärkt haben und dann letztlich es zur chinesischen Revolution kam. Der Kaiser hat dann abgedankt. Es gab einen gewissen Unmut natürlich aufgrund dieser ungleichen Verträge und der Demütigung der Chinesen durch die westlichen Handelspartner. Und letztlich wurde dann die Chinesische Republik ausgerufen, die letztlich aber nicht zu einer Befriedung dieser Unruhen geführt hat, sondern letztlich zu weiteren Unruhen, weil die unterschiedlichen Machthaber, jeweils Allianzen, können Sie auch Warlords nennen, ja, miteinander eben Allianzen geschlossen haben, mal der eine, mal der andere, die Oberhand gewann und letztlich haben dann zumindest kurzzeitig die Kuomintang oder Kuomintang, habe ich auch schon gesehen, mit K geschrieben, 1926 letztlich diese Machtkämpfe dadurch befriedet, dass sie halt eben entsprechend siegreich davon gegangen sind. Und das war aber nur kurze Zeit. Diese Befriedung hat letztlich nicht lange gehalten, weil natürlich weiterhin der Konflikt geschwelt hat, insbesondere mit den kommunistischen Lagern. Da man mehrere Kriege führen musste, auch mit Japan entsprechend, hat das dazu geführt, dass am Ende dann die Kuomintang vertrieben wurden. Aber die Kuomintang haben eben in ihrer Herrschaftszeit auch tatsächlich wieder die Rechtsvereinheitlichung, Rechtskodifikationen angestoßen und hatten eben gewisse Privatrechtskodifikationen nach deutschem und Schweizer Vorbild erlassen. Das heißt, also hier hatten wir nach dem anfänglichen Entwurf, der ja scheiterte, noch vom Kaiser sozusagen erstrebt, hatte man jetzt aus der Chinesischen Republik halt von den Machthabern entsprechend eine weitere Einführung. Und zwar gab es eben hier einen aus 60-70% deutschem Recht bestehenden bestehendes BGB mit 5 Büchern, gleichen Inhalt wie das BGB, Übernahme der Rechtsgeschäftslehre, allgemeiner Teil, grundlegender Wandel des Rechtsdenkens, Hinwendung zum subjektiven Recht, also weg vom Pflichtenrecht hin zum subjektiven Recht. Gleich gepaart auch noch mit weitreichenden liberalen Entwicklungen, beispielsweise sozusagen modernem Ehenrecht, ja, Reformen, die drin steckten. Wo haben wir es hier?
Definition der Familie, Abschaffung der Pater Familias, der Patria Potestas, sozusagen der Gewalt des Familienvaters hin zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, Erbrecht des Ältesten abgeschafft und so weiter. Das haben die einfach eingeführt. Und das hat die Bevölkerung mitgemacht. Ja. Da stellt man sich die Frage natürlich, warum macht die Bevölkerung das mit und warum wird da nicht dagegen rebelliert? Ja. Das hat in erster Linie den Hintergrund, dass die Bevölkerung im Wesentlichen gar keine Notiz davon genommen hat, wie das Recht jetzt aussah. Es gab also kaum gelehrte Juristen in der Zeit, die sich irgendwie der rechtlichen Regelung erschließen konnten. Auch die Hinwendung zum subjektiven Recht oder im Erbrecht, sozusagen die Abschaffung des Erbrechts des Älteren, ja, würde ja gegen die konfuzianische Lehre eigentlich verstoßen. Ja. Das hat man gar nicht so wahrgenommen. Teilweise hat man auch einfach das alte Recht weiter praktiziert im Rechtsleben, ja, weil man eigentlich gar nicht sozusagen das gar nicht im Bewusstsein hatte, dass dieses chinesische, neue chinesische Recht, die Privatrechtskodifikation eben so ganz anders ist. Letztlich hat auch diese Privatrechtskodifikation nur ein kurzes Leben gehabt, denn letztlich mit der Gründung der Volksrepublik China nach den Kriegen mit Japan und dem internen Krieg mit den Kommunisten, die dann letztlich aus dem chinesischen Bürgerkrieg siegreich hervorgingen durch die Unterstützung der sowjetischen Roten Armee, hat dann letztlich auch die Existenz dieses Zivilgesetzbuchs ein Ende gehabt, denn die Guomindang wurden dann vertrieben, ja, die Japaner haben sich zurückgezogen, Guomindang sind nach Taiwan geflohen, wo sie heute als Exilregierung ja auch noch sitzen, und die geplanten Reformen Strafenprozessrecht wurden dann letztlich aufgegeben, die noch ausstanden, und das Zivilrecht wurde letztlich abgeschafft. So, Machthaber dieser Zeit der Volksrepublik China war letztlich vor allem Parteiführer Mao, der letztlich ein Klima der Rechtsfeindlichkeit, eines Rechtsnihilismus, auch könnte man auch sagen, eingeführt hat. Das Recht ist zwar Mittel zum Zweck, um zu einer kommunistischen Gesellschaft zu finden, nach seiner Vorstellung. Es ist aber grundsätzlich ungeeignet, einen Staat zu lenken. Das ist sozusagen die Grundauffassung. Deswegen hat man letztlich das moderne, vom deutschen Recht geprägte Recht einfach aufgehoben, 1930. Da hat man gesagt, das brauchen wir nicht. Wir schaffen sozusagen dieses Recht ab. Wir schaffen die Möglichkeit des Erlasses normativer Dokumente, politischer Normen. Steuern den Staat und das Recht sozusagen zentral. Ja. Auch Justiz brauchen wir nicht. Die Justiz wird abgeschafft, wird integriert in die Sicherungssysteme des Staates, also Sicherheitsorgane. Das Justizministerium wurde abgeschafft. Es wurde alles zentralisiert, eben in der Hand der Parteiführung. Privatrechtsstreitigkeiten sollte man eben auch nicht durch Rechtsprechung lösen, sondern die werden durch Schlichtung gelöst. Schlichter entscheiden den Fall nach ideologischen Vorgaben der politischen Führung. Das ist sozusagen die marxistische Ideologie, die da durchscheint. Und danach hat man dann relativ lange gelebt. Das heißt, das moderne Zivilrecht, das ursprünglich mal unter deutschem Einfluss nach China kam, das hat nicht sehr lange gehalten. Es hat sozusagen nur ein paar Jahre gedauert, wurde noch nicht mal angewandt und kam schon gar nicht in der Bevölkerung, in dem Bewusstsein der Bevölkerung. So, die Volksrepublik China ist dann letztlich durch die gestaltende Kraft von Mao letztlich zu einem, zu der Form der parlamentarischen Diktatur geworden, wie sie eigentlich heute ja noch ist. Ja. Das heißt, zentralisiert auf einen Machthaber, der sogleich die Staatsführung als auch die Parteiführung innehat, der sozusagen auch über diese normativen Dokumente, politische Normen, ja, und politische Richtlinien letztlich das gesamte gesellschaftliche Leben auch steuert. So, dann schauen wir auf den Reformprozess nach der Zeit Maos. Und zwar endete die Zeit Maos mit seinem Tod 1976 und zwar im Anschluss an die sogenannte Kulturrevolution. Man hat dann zeitweilig und die China-Master-Studierenden werden es wissen, hat Mao zeitweilig eben
versuchen müssen, seine Macht zu sichern und hat dann sozusagen mit Verbündeten die sogenannte Kulturrevolution angestoßen, wo man sozusagen die Gesellschaft und den Staat vor weiterer Infiltration von außen, von westlichen Mächten eben abschirmen wollte und letztlich den Klassenkampf eben fortsetzen wollte. Ja. Und hat das eigentlich genutzt, um politische Gegner zu töten. Ja, gab Auftragsmorde auf höchster Ebene, seine designierten Nachfolger wurden ermordet, also die in Ungnade gefallen werden natürlich nur. Man hat also dort unter dem Deckmantel einer Kulturrevolution tatsächlich massive Menschenrechtsverletzungen vollzogen. Folge war letztlich eine Zentralisierung weiterhin der Macht, Sicherung der Macht und letztlich dann erst unter Deng Xiaoping 1976, der eben dann nach dem Tod Maos an die Macht kam, hat sich ein bisschen was verändert. Erstens hat Deng Xiaoping entsprechend die Reformprozesse, die vor Mao sozusagen schon angestoßen wurden und dann ja gestoppt wurden, wieder aufgegriffen. Man hat also das Strafrecht, das Verwaltungsrecht, entsprechend die Zivilprozessordnung eben entsprechend geschaffen. Und man hat auch im Zivilrecht wieder einige Regelungen geschaffen, und zwar ebenfalls wieder entsprechend nach deutschem oder Schweizer Vorbild. Das sind diese Einzelgesetze, Einzelreformen. Man hat also Gesetze über die allgemeinen Grundsätze des Zivilrechts in 86 erlassen, insbesondere Privatautonomie, Treu und Glauben, natürlich Personen, juristische Personen, Zivilrechtshandlung, Vertretung, ja, alles da drin, ja, was man so braucht. Erbrecht, Vertragsrecht, Deliktsrecht, Sachenrecht beispielsweise, hat das MPI in Hamburg beispielsweise auch sehr stark mitgewirkt bei der Gestaltung des Sachenrechts. Aus der IPA 2010 neu gekommen. Man hat sich da insbesondere orientiert eben an deutschen Einfluss, oftmals über den Weg, der Umweg der Rezeption des japanischen Rechts. Es sind aber gleichzeitig auch andere Einflüsse da, was einen wundern würde, ja, dass auch ein Einfluss aus den USA gegeben ist oder aus Europa, denn man hat auch beispielsweise ein Trust-Gesetz eingeführt, das jetzt losgelöst ist im eigenen Gesetz, ein Trust geschaffen, der natürlich jetzt, wenn man sagt, okay, man hat ein Sachenrecht nach deutschem Vorbild, da passt eigentlich so ein Trust nicht so ganz dazu. Ja. Sie wissen ja, wir haben im deutschen Recht den Numerus Clausus der Sachenrechte. Wir haben keine Aufspaltung von fiduziarischem und rechtlichem Eigentum. Das alles hat der Trust aber schon. Also von daher ist es so eine Mischform, Mischinstrument, das eigentlich dem deutschen Vorbild unbekannt ist. So. Aber letztlich hat man sich eben orientiert am deutschen Recht und hat diese Reformen vollzogen. Jüngst erst, nämlich im Jahre 2021, hat man letztlich diese Einzelgesetze in eine einheitliche Kodifikation zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon entsprechend in Ihren Vorbereitungen für China auch schon mitgenommen haben, als China-Masterstudierende. Es ist sozusagen eine Ausnahmeregelung, die sozusagen alle Zivilrechtskodifikationen und die Einzelgesetze in einem neuen Gesetzestext vereinen soll. Das heißt, letztlich ist das schon ein weitreichender Schritt, den China da unternommen hat, sozusagen diese Einzelgesetze in ein Gesamtgesetz zu fassen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass im Wesentlichen das Recht unverändert geblieben ist. Es gab schon neue Regelungen, ja, wie zum Beispiel bei der Billigkeitshaftung, die ist deutlich umfangreicher gestaltet, als sie vorher war. Das heißt, inhaltlich hat man zwar grundsätzlich keine Neuausrichtung, wir haben aber teilweise wirklich Rechtsprechung kodifiziert, teilweise richtige Anpassungen im Einzelbereichen eben gehabt. Zum Beispiel Artikel 533 des chinesischen Zivilgesetzbuchs, das ist die offizielle Übersetzung der chinesischen Regierung, weil ich kein Mandarin spreche, kann ich auch nicht lesen. Also von daher bin ich auf die englische Übersetzung angewiesen, die, sagen wir mal so, also Google Translate könnte es wahrscheinlich besser. Ja. Aber da ging es um eine Härtefallrechtsprechung, zum Beispiel im Vertragsrecht, Störung der Geschäftsgrundlage in der Finanzkrise. Ja. In der Finanzkrise konnten viele Personen ihren Hauskredit nicht mehr abzahlen, weil eben sozusagen
sozusagen durch die Erhöhung der Zinsen eben gleichbleibende Einkommen eben entsprechend keine Möglichkeit mehr bestand, das abzuzahlen. Es gab dann eben Rechtsprechung dazu, die eben den wirtschaftlichen Ruin der jeweiligen Kunden, der Bankkunden eben entsprechend verhindert hat über eine Störung der Geschäftsgrundlage. Störung der Geschäftsgrundlage ist ein Instrument, das wir im deutschen Recht auch kennen, 313 BGB, das es ermöglicht, bei Änderung der Umstände, die Geschäftsgrundlage darstellen, eben eine Vertragsanpassung, ja, oder eine Vertragskündigung im schlimmsten Fall herbeizuführen. Und hier heißt es eben auch, im chinesischen Recht gab es das bisher nicht, da hat die Rechtsprechung das entwickelt und jetzt ist es kodifiziert worden. Zum Beispiel hier, Artikel 533, after a contract is formed, where a fundamental condition upon which the contract is concluded is significantly changed, which are unforeseeable by the parties upon conclusion of the contract and which is not one of the commercial risks if continuing performance of the contract is obviously unfair to one of the parties. The party that is adversely affected may renegotiate with the other party. Where such an agreement cannot be reached within a reasonable period of time, the parties may request the People's Court or an arbitration institution to rectify or rescind the contract. Also anders als im deutschen Recht, wo man sagt Vertragsanpassung, ja, geht es hier erstmal in Richtung Wiederverhandlung, Neuverhandlung. Ja, also es gibt erstmal ein Recht auf Neuverhandlung eines Vertrags. Das heißt, eine Möglichkeit, die eigentlich bei uns immer besteht. Also ich kann immer neu verhandeln. Ja? Also brauche ich jetzt kein Recht dazu, neu zu verhandeln. Aber das ist sozusagen auch ein Ausdruck der chinesischen Grundeinstellung, Gesellschaftseinstellung, dass man erstmal, bevor man zum Gericht geht, Vertragsanpassung einklagt, erstmal sich im privaten Verhältnis untereinander einigt. Ja? Also Einigung, konsensorientiert, erstmal keine staatliche Intervention. Und erst dann, wenn die Parteien sich eben nicht einigen können, erst dann kann man zum Volksgericht gehen und dort oder einer Schiedseinrichtung, um den Vertrag anpassen zu lassen oder eben ihn zu kündigen. So, und hier heißt es jetzt noch am Abschluss, ja, zweiter Abschnitt, zweiter Absatz, the People's Court or Arbitration Institution should rectify or rescind the contract in compliance with principle of fairness, taking into account the actual circumstances of the case. Also Gerechtigkeit sozusagen als Grundprinzip soll hier sozusagen entscheidend sein, ob der Vertrag angepasst wird oder nicht. Gut. Also hier ein neues Instrument, das da drin ist. So, der Aufbau des neuen chinesischen Zivilgesetzbuchs ist letztlich angelehnt an das BGB. Man hat ein paar Artikel weniger als das deutsche Gesetz. Man hat auch dafür ein paar Bücher mehr als das deutsche BGB. Also statt 5 Bücher, 7 Bücher. Man hat das sozusagen, diese Bücher auch unterteilt in den allgemeinen Teil. Das ist das Prinzip der Vor-die-Klammer-Ziehen, das wir eben das Vor-die-Klammer-Ziehens, das wir aus dem BGB auch kennen. Das Sachenrecht, das Vertragsrecht, Persönlichkeitsrechte, Familienrecht, Erbrecht und Deliktsrecht ist geregelt. Wobei das Deliktsrecht und das Vertragsrecht eben als rechtlich in unterschiedliche Kategorien eingesortiert werden. Ja, im Common Law ist das auch so, dass man das Tort Law hat und das Contract Law, das unterschiedliche Kategorien sind. Bei uns hat man das Deliktsrecht und das Vertragsrecht in einer Kategorie, nämlich, wie heißt die Kategorie im deutschen Recht? Aufgewacht. Wie war das nochmal? Ja? Das Schuldrecht, genau. Das gibt es, die vertraglichen Schuldverhältnisse, die gesetzlichen Schuldverhältnisse. Ist letztlich egal, wo man es einsortiert, ja, welche Schublade man steckt, aber sozusagen von der Wertigkeit her, wir verpacken es eben in einem einheitlichen, unter einem einheitlichen Dach, in einer großen Schublade der gesetzlichen und der vertraglichen Schuldverhältnisse, Schuldrecht. Gut, und das Vertragsrecht enthält im chinesischen Recht auch sogenannte Quasi-Verträge, also sowas wie die CIC, oder aber auch das Bereicherungsrecht. Ja, das fällt auch in das Vertragsrecht, wohingegen wir das ja bei uns als eigenständiges gesetzliches Schuldverhältnis betrachten.
Von Sinn und Zweck her kann man sagen, gut, das Bereicherungsrecht ist zumindest, wenn es auf einem nichtigen oder gescheiterten Vertrag beruht, natürlich ein gewisses Rückabwicklungsrecht des Vertrages. Von daher würde man schon sagen können, das kann man schon so kategorisieren. Aber wenn man eben eine Eingriffskondition hat, also dann wäre man da schon weit davon weg, ja, also von dieser Kategorisierung. Aber diese Instrumente werden halt dann im chinesischen Recht anderweitig einsortiert. So, auch die GOA fällt beispielsweise darunter. So, schauen wir die Bedeutung des chinesischen Rechts an. Sie brauchen nur mal auf die Zahlen zu schauen. Hier ganz klein gedruckt, ja, 213,2 Milliarden war der Warenwert, der im Handel zwischen China und Deutschland stattgefunden hat oder bestand im Jahr 2020. Also schon erheblicher Warenwert, der hier im Handelsaustausch stattfindet und damit natürlich auch große Bedeutung hat für chinesische Handelspartner, also für deutsche Firmen. Also chinesisches Recht hat schon eine große Bedeutung für Deutsche. Gleichzeitig auch weltweit, wenn wir uns die Handelspartner der Europäischen Union anschauen, die Top 5, dann sehen wir, dass China hier bei den Importen und bei den Exporten einen sehr, sehr hohen Anteil hat. Also auch da ist natürlich chinesisches Recht immer von Bedeutung. Auch wenn jetzt der Austauschvertrag vielleicht nicht dem chinesischen Recht unterliegt, ist doch trotzdem auch entsprechend relevant, ist die Rechtsform, die da sozusagen einen Austauschvertrag schließt, die sicherlich nach chinesischem Recht begründet, der eigene Gesellschaft beispielsweise geht, schaut das aus mit der Bonität, mit Haftungsregelung, wie kann ich das vollstrecken, wenn ich irgendwie auf meiner Forderung sitzen bleibe? Wie ist es beispielsweise, wenn ich als europäisches Unternehmen eine Dependance in China aufmache, was nach welchen Regeln geht das? Auch das sind ja Handelsvertretungen zum Beispiel, auch das sind Fragen, die immer von Bedeutung sind, wenn wir so eine hohe Handelsbilanz haben. Gut. Dann schauen wir nochmal auf die stilprägenden Elemente des chinesischen Rechts. Und da sehen wir jetzt ganz deutlich auch, was das chinesische Recht auch so besonders macht. Das eine ist natürlich in gewisser Weise diese Prägung der chinesischen Gesellschaft durch die konfuzianischen Lehren. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes stilprägendes Element, weil es natürlich nicht nur das Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger in China mit beeinflusst erheblich, sondern natürlich auch die Rechtsetzung, also das Recht auch in gewisser Weise gestaltet ist. Man sieht das insbesondere bei der großen Zurückhaltung der Austragung von Streitigkeiten vor Gerichten auf offener Bühne. Das sehen wir sehr deutlich. Gut, das hängt natürlich einerseits damit zusammen, dass wir eine starke außergerichtliche Streitbeilegungsinstrumentarium haben, das eben Chinesen zur Verfügung steht, ist natürlich zurückzuführen auch auf diese konfuzianische Prägung und die Grundwerte, Grundtugenden. Wer Streit nach außen trägt, sorgt für weiteren Streit und für Disharmonie. Gleichzeitig liegt es aber auch in gewisser Weise dran, dass die Richter nicht ganz unabhängig sind im chinesischen Recht. Das heißt, sie natürlich in gewisser Weise auch evaluiert werden, von oben überwacht werden und entsprechend auch für gewisse Fehlurteile eben haften würden. Auch das ist ein Anreiz, sozusagen das nicht zu tun. Gleichzeitig darf man auch bezweifeln, und das gilt eigentlich für alle asiatischen Gesellschaften, dass eine generelle Streitaversion herrscht. Also wenn Sie mal in die sozusagen im Netz schauen, wie die Parlamente so miteinander umgehen und dass dann die Parlamentarier sich gegenseitig auf offener Bühne vor laufenden Kameras prügeln. Also finden Sie die Videos ja, also jetzt nicht im chinesischen Parlament, aber auf jeden Fall bei dem japanischen. Da gab es so diese Bilder, werde ich nächste Woche auch zeigen. Und da sehen Sie, dass grundsätzlich keine Streitaversion herrscht, ja, sondern dass halt andere Instrumente der Streitbeilegung genutzt werden und nur das offene Austragen von Streitigkeiten eben eigentlich den gesellschaftlichen Konventionen widerspricht. Und deswegen also Streit schon sehr erbittert auch ausgetragen wird, aber eben nicht auf offener Bühne. Was ist noch stilprägend fürs chinesische Recht? Das ist letztlich, oder für die chinesische Gesellschaft, das ist letztlich die Herrschaft einer Partei. Die Kommunistische Partei Chinas lenkt den Staat umfassend. Wenn man in die Verfassung reinschaut, in die Präambel, dann wird sogar auf die Partei Bezug genommen. Das heißt,
Da steht zwar drin, dass alle Macht vom Volke ausgeht, aber sozusagen das Volk, sozusagen die Volksgenossen sind, die eben auch gleichbedeutend sind mit der Partei. Das heißt, nur diejenigen sind unter den Schutz der Verfassung gestellt, die letztlich der Partei angehören. Der Rest ist sozusagen, es pfeift. Der Rest ist sozusagen Abwachung, Überwachungsinstrumente. Der Rest ist sozusagen mehr oder minder schutzlos gestellt. Das heißt, das findet sich schon in der Präambel. Es gibt zwar durchaus Bestrebungen, nach außen hin zu signalisieren, dass die Partei sich zurücknimmt bei den Entwicklungen und der Einflussnahme auch auf die Entwicklung, aber das entspricht ja nicht der Realität, sondern das sind sozusagen Lückenbekenntnisse, die nach außen getragen werden. So. Weiter prägend, und jetzt kommen wir ein bisschen stärker noch in den rechtlichen Bereich rein, ist sozusagen die Auslegungsprärogative des obersten Volksgerichtshofs. Was hat es damit auf sich? Wir haben also im China natürlich auch ein Instanzensystem, das beim einfachen Volksgericht anfängt und dann beim obersten Volksgericht endet. Und dieses höchstrangige Gericht in China hat umfangreiche Kompetenzen. Und das macht sozusagen auch ein ganz stilprägendes Element aus, denn es ist zuständig für Vorlagefragen niederrangiger Gerichte. Das heißt, wenn ein niederrangiges Gericht irgendwie eine Auslegungsfrage klären muss, dann kann es dem obersten Volksgericht diese Frage vorlegen. Es muss sogar vorlegen in gewissen Bereichen. Ja. So. Gleichzeitig hat dieses oberste Volksgericht nicht nur die Möglichkeit, über Vorlagefragen, die von unten kommen, zu entscheiden, sondern es kann auch Verfahren von oben an sich ziehen, wenn es sieht, oh, da ist die Gefahr da, dass vielleicht ein nicht den Politnormen entsprechendes Urteil ergeht, dann kann es dieses Verfahren an sich ziehen und damit auch die Vereinheitlichung der Rechtsprechung herbeiführen, ja, als Instrument. Also eine sehr starke zentralistische Gestaltung oder Lenkung der Rechtsprechung, und es hat sozusagen die Möglichkeit, niederrangigen Gerichten eben die eigenständige Rechtsprechung zu versagen. Ja. Also eine sehr starke Beeinflussungsmöglichkeit. Darüber hinaus hat das oberste Volksgericht auch in gewisser Weise so eine Art Gutachterfunktion oder Initiativfunktion für Gesetzesvorhaben. Also das oberste Volksgericht arbeitet selbst gesetzliche Neuregelungen aus und schlägt die dann vor. Das ist also was man ja eigentlich eher dem Parlament oder der Regierung ja als Initiativrecht zugestehen würde, dass man sagt, ja, die Regierung kann sozusagen ins Parlament was einbringen, der Regierungsentwurf wird ausgearbeitet, aber sonst kommt ja aus dem Parlament die Gesetzesinitiative sozusagen, also eigentlich vom Souverän. Ja. Und hier ist es eben so, dass die Judikative die Gesetzesvorschläge unterbreiten kann. Nicht ausschließlich, aber sie kann. Das heißt, auch hier kann man sehr stark Einfluss nehmen. So, jetzt kommen wir zur Auslegungsprärogative. Ja. Was bedeutet das ganz genau? Erstens ist das oberste Volksgericht zuständig für die Auslegung der Gesetze. Das heißt, wenn Auslegungsschwierigkeit, Unklarheit über die Auslegung besteht, dann muss vorgelegt werden, dann muss das oberste Volksgericht entsprechend entscheiden. Das ist jetzt nichts, was man sagen würde, okay, das ist ungewöhnlich. Ja. Wird auch diskutiert bei uns, dass der BGH irgendwie so eine Richtervorlage-Instrument kriegt. Das Bundesverfassungsgericht hat sowas auch, der EuGH, ja, legt auch das Gemeinschaftsrecht aus und so weiter. Aber dass man als oberstes Gericht teils eigene umfangreiche Gesetzesinterpretationen im Sinne eines Kommentarwerks herausgibt, ja, dass man sagt, okay, das ist unsere Rechtsprechung, so verstehen wir das Recht, ja, das ist natürlich schon besonders, ja, das kennen wir nicht, ja, dass sozusagen das Gericht selber so eine Art Gesetzeskommentar, so den Grüneberg, ja, erlässt, sozusagen verabschiedet, wo dann drinsteht, wie das Recht zu verstehen ist aus Sicht des obersten Volksgerichts. Darüber hinaus kann sie eben auf diese einzelnen Rechtsanfragen von Richtervorlagen eben entsprechend antworten. Das heißt, es hat eine sehr, sehr starke Auslegungsprärogative, wenn es also um die maßgeblichen Verständnis von Gesetzestexten geht, ist das oberste Volksgericht eben maßgebend. Gut. Dann schauen wir noch ein stilprägendes Element an, nämlich die Parallelität von Politnormen und Parteinormen.
Die prägen nämlich ganz gehörig den Rechtsalltag in China, und zwar neben Gesetzen, also und neben der Rechtspraxis. Ja. Denn es gibt klar die Gesetzestexte, die so zu verstehen sind, wie sie halt das Volksgericht auslegt. Gleichzeitig gibt es daneben aber die Politnormen, die wir ja schon kennen aus sozusagen den frühen Zeiten der Republik, ja, und die unter Mao ja eben kamen, sozusagen die Politnormenerlass und sozusagen Richtlinien, die von der zentralen Regierung gegeben werden konnten, gestellt werden konnten. Das findet auch heute noch Anwendung. Das heißt, Politnormen sind sogenannte von staatlichen Institutionen auf allen Ebenen und allen Lebensbereichen gesetzte politische Richtlinien bzw. Normen. Ja. Das würde man jetzt erstmal sagen, okay, was bedeutet das jetzt? Ja, das bedeutet immer je nach Einzelsituation unterschiedliches. Das heißt, es kann sein, dass es ein bloßer Appell ist, wie beispielsweise, ihr sollt spät heiraten, nicht zu früh heiraten, alles ist unsittlich und so weiter. Oder ihr sollt tatsächlich, kann so eine Politnorm auch konkret ausgestaltet sein wie eine Regelung. Zum Beispiel das Adoptionsrecht war als Politnorm lange Zeit geregelt, sodass gewisse Bestimmungen dort eben enthalten sind, die Rechtsnormen, Gesetzen eben gleichen. Die Zahl nimmt immer dort ab, wo gesetzliche Regelungen entstehen, also bestehen. Das ist verständlich, dass wenn eine gesetzliche Regelung besteht, dass dann die Politnorm nicht notwendig ist, ja, dass man es eben da nicht gestalten muss. Die Frage ist, wie verhält sich die Politnorm zum Gesetzesrecht? Und das ist umstritten. Und es gibt eine breite Ansicht, die sagt, die Politnorm geht vor. Ja, das ist natürlich auch ein ganz bedeutender Faktor, dass so eine Politnorm, so eine Handlungsanweisung der Regierung dann dem parlamentarischen Gesetz vorgehen würde. Parallel zu den Politnormen gibt es dann noch Parteinormen. Was sind Parteinormen? Das sind auch solche Politnormen, die aber nur innerhalb der Partei gelten. Das heißt, das ist sozusagen die Politnorm in klein, nur bezogen eben auf die Parteimitglieder. Wobei natürlich alle wesentlichen Posten im Staat von Parteimitgliedern besetzt sind. Das heißt, auch die Parteinormen sind eigentlich das Ausschlaggebende. Ja? Das ist sozusagen ein parteiinternes Disziplinarsystem, das alle wesentlichen Parteimitglieder umfasst, aber da eben alle wesentlichen Positionen im Staat von Parteimitgliedern besetzt werden, hat das schon sehr, sehr starken Einfluss. Zum Beispiel gibt es die Regel, dass auch Führungspositionen in großen privaten öffentlichen Unternehmen nur von Parteimitgliedern besetzt werden dürfen. Das heißt, dort haben natürlich Parteinormen entsprechenden Einflussbereich, auch auf Unternehmensentscheidungen, ja, die dort getroffen werden. So, weiteres stilprägendes Element ist die fehlende Gewaltenteilung, die Abhängigkeit der Justiz. Wir sehen das sehr deutlich, beispielsweise eben bei dieser Möglichkeit des obersten Volksgerichts entsprechende Regelungen, Verfahren an sich zu ziehen, um sie entsprechend zu entscheiden, selbst zu entscheiden, eigenständig zu entscheiden, um eine Vereinheitlichung der Rechtsprechung herbeizuführen. Das Recht auf gesetzlichen Richter ist dort, also jetzt in China, nicht verwirklicht. Also so wie es jetzt bei uns verwirklicht ist, dass man sagen würde, man muss erstmal den Instanzenzug durchlaufen. Klar, bei entscheidungserheblichen Vorfragen zur Verständnis des Verfassungsrechts oder Auslegung des Unionsrechts, da müssen wir vorlegen möglicherweise. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass sozusagen das Verfassungsgericht einfach mal ein Verfahren an sich zieht und durchentscheidet. Ja, oder der BGH als höherrangiges Gericht gibt es nicht. Darüber hinaus gibt es über diese Partei- und Politnormen ein ziemlich ausgeprägtes Überwachungssystem auch der Richter. Ja? Das heißt, Richter haben natürlich einerseits als Parteimitglieder eine Bindung an Parteinormen, müssen sozusagen auch nach diesem Parteisystem agieren. Gleichzeitig gibt es auch eine Überwachung des Richters und der richterlichen Entscheidung durch den Staatsanwalt, der ja selber beispielsweise Parteimitglied ist, weil natürlich Staatsanwälte an bedeutenden Positionen sitzen und bedeutende Positionen nur mit Parteimitgliedern besetzt werden. Das heißt, auch da gibt es sozusagen ein Überwachungssystem des Staates über die Richter und die Richtertätigkeit. Das heißt, selbst wenn ein Richter mal von einer Parteilinie abweichen sollte, was ihm nicht anzuraten ist, weil er ja selber dran gebunden ist als Parteimitglied, dann würde sofort ein Staatsanwalt das überwachen und entsprechend auch agieren und das sanktionieren. Ja.
Es gibt beispielsweise auch so Überwachungskammern, wo sozusagen so gewisse Komitees, gerichtliche, juristische Komitees gebildet werden, die dann bei Streitfragen entsprechend entscheiden und wo der Richter dann sozusagen aussetzen muss, vorlegen muss, die Streitfrage dem politischen Komitee oder juristischen Komitee, wie auch immer, vorlegen muss. Und dann wird dort im Kreise der Parteimitglieder eben entschieden, wie der einzelne Richter entscheiden soll. Und das heißt, wir haben de facto oder auch die Jure ja eine persönliche Verantwortlichkeit des Richters für Fehlurteile entgegen dieser Parteilinie, weil der Richter ja als Parteimitglied an die Parteinormen gebunden ist. Also ein relativ starkes Sanktions- und Kontrollsystem. So, und das Ganze wird natürlich jetzt verschärft durch die jüngsten Entwicklungen. Ja, das haben Sie alle mitbekommen, dass Präsident Xi jetzt die nächste Amtszeit, die dritte Amtszeit, sozusagen begonnen hat. Und zwar war ja bislang maximal zwei Amtszeiten, war sozusagen die Regel, das hat er abgeschafft und ist jetzt eben entsprechend für die dritte Amtszeit entsprechend bestätigt worden. Das heißt, auch hier haben wir eine Zementierung der Macht, eine Zentralisierung sozusagen des Machtsystems weiterhin in der Position des Parteiführenden und damit ja letztlich eine relativ starke, ja, recht starke Kontrollinstanz, die und Machtzentralisation, die wir aus anderen Jurisdiktionen so natürlich nicht kennen. Also es ist schon, wenn man jetzt mit dem europäischen Blickwinkel drauf geht und mit demokratischem Grundverständnis an diese Gestaltung des Staatssystems herangeht, ist das natürlich schon eine bedenkliche Gestaltung. Ja. Okay. Aber das ist auf jeden Fall ein stilprägendes Element des chinesischen Rechts. Ja. Können Sie noch was zur Ausbildung der Juristen sagen? Mhm. Zur Ausbildung der Juristen in China kann ich nicht sehr viel sagen. Ich weiß jedenfalls, dass chinesische Studenten an den Universitäten ausgebildet werden, dass man vielfach eben auch chinesische Studierende eben nach Europa schickt, um dort entweder einen Doktor zu absolvieren oder einen Master eben zu machen. Haben wir sehr viele. Wir haben auch eine starke Partnerschaft mit China. Sie alle gehen ja sozusagen von uns als Outgoings nach China. Gleichzeitig haben wir natürlich viele Incomings, die zu uns kommen. Gestern war gerade eine Studentin da, die eine Masterarbeit bei mir schreibt zur Billigkeitshaftung eben im deutschen und chinesischen Recht. Und das heißt, da haben wir schon eine universitäre Ausbildung, die eben durchlaufen wird. Oftmals wird auch noch eine Doktorarbeit eben in Deutschland angestrebt, um dann wieder zurückzugehen und dann eben an den Universitäten eben entsprechend zu lehren. Also das gibt es schon, gibt ein starkes Interesse der chinesischen Juristen auch am deutschen Rechtssystem, ganz einfach deswegen, weil ja auch ein großer Teil des chinesischen Rechts eben nach deutschem Vorbild geschaffen worden ist und deswegen auch die Art und Weise der Problemlösung von abstrakten Rechtsfragen auch ganz interessant ist. Also eine wissenschaftliche Durchdringung auf hohem abstrakten Niveau, das im germanischen Rechtskreis eben sozusagen eigen ist, das lässt sich letztlich auch auf China anwenden. Ja, also da gibt es ja auch abstrakt generelle Regelungen, die Probleme, die dort bestehen, die sind auch sozusagen wissenschaftlich, werden die angegangen und gelöst und deswegen besteht da ein hohes Interesse. Ja? Wie hat sich eigentlich das Recht der Republik China, also Taiwans, weiterentwickelt? Die republikanische Regierung Chinas ist ja nach Taiwan geflohen, da hat die Macht übernommen. Es geht eben zum Beispiel auch das deutsche Recht bei der Wildnis, weil das der eher dann noch das konfuzianische Rechtsverständnis weiterentwickelt. Also das konfuzianische Rechtsverständnis, das haben die ja sozusagen mitgenommen. Das ist ja sozusagen in der Gesellschaft, in den gesellschaftlichen Grundwerten natürlich geprägt. Und auch das Recht, das diese republikanische Regierung ja erlassen hatte vor sozusagen der Vertreibung, das basiert ja auch auf dem deutschen Recht. Wie jetzt die jüngsten Entwicklungen sind, das müssten wir nochmal auf eine andere Stunde verschieben. Ja? Also das habe ich jetzt nicht recherchiert.
Es hat natürlich jetzt keinerlei Geltungskraft mehr in Zentralchina. Ja, also das ist völlig klar. Und mit den zumindest doch spürbaren Bestrebungen, Taiwan irgendwie doch auch einzugliedern, irgendwie wird man sicherlich dann auch die Zukunft zumindest, ja, jetzt ist das ja nicht ganz wahrscheinlich, weil Putin ja doch auch einen gewissen Gegenwind von der Weltgemeinschaft erhalten hat, sodass vielleicht China doch zurückschreckt vor einer Invasion Taiwans, wird man auf jeden Fall, sollte es dazu kommen, dass da eine Invasion herrscht, dann wird natürlich auch das ursprüngliche Recht, dass die Exilregierung sozusagen, das für die Exilregierung noch gilt, also keine Wirksamkeit entfalten. Ja. Und galt auch bis in die 1980er Jahre rein und eben nach deutschem Vorbild. Und durch den Demokratisierungsprozess wurden aber so Artikel rausgenommen, wie zum Beispiel, dass Taiwan hat ja auch die Bestrebung, China wieder einzunehmen. So. Und das wurde dann rausgenommen. Ich habe eben auch nochmal in die Präambel geschaut, die chinesische Verfassung, und da ist es auch drin verankert, dass sie Taiwan wieder mit einschließen wollen. Und ich glaube, das sollte man nicht beschäftigen. Ja, also das sieht man ja sehr deutlich, dass China sehr weltpolitisch eine sehr starke Machtbestrebungen hat und jetzt nicht nur ökonomischer Art, sondern es ist ja auch der Verteidigungshaushalt ist deutlich aufgestockt worden im letzten Jahr und ähnlich wie das vielleicht noch massiver als das jetzt mit Blick auf Russland und die Ukraine einzuschätzen ist es sicherlich auch die Gefahr, dass China eine Invasion unternimmt, sehr groß. Gleichzeitig muss man sich natürlich fragen, was sind die Folgen dann? Ja, wenn man das jetzt dem russischen Beispiel gleich tut, isoliert man sich natürlich auch in gewisser Weise weltpolitisch. Das heißt, dadurch, dass Russland jetzt so starken Gegenwind bekommen hat, weltpolitisch ist natürlich eine starke ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit vielleicht etwas niedriger, als wenn man gleich sozusagen, wenn sie Erfolg gehabt hätten. Ja. Dazu gleich einmal steht halt auch mit dem Protektorat der USA. Ich glaube, das kann man halt voll von schätzen. Ja. Genau, ja, da sozusagen die USA die Hand auf Taiwan legen, hat das natürlich nochmal ganz andere Implikationen, wenn da jetzt plötzlich eine Invasion gestartet werden würde. Ich meine, ein Protektorat der USA über die Ukraine bestand ja nicht und trotzdem haben wir hier sehr deutliche Unterstützungsmaßnahmen der westlichen Welt und entsprechend würde es bei Taiwan natürlich oder massiver wahrscheinlich noch bei Taiwan ausgehen. Okay, gut. Dann haben wir es geschafft für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Alles Gute. Schönen Resttag, schöne Restwoche. Dann sehen wir uns nächste Woche zur letzten Stunde vor Weihnachten im japanischen Recht. Ciao.